Leute, wir sind in Gefahr. Ich darf nicht so laut reden, sonst kommt die Polizei. Ich hab da echt schon Angst, dass die mich erwische. Aber ihr müsst wissen, ich bin ein Prepper. Ich bereite mich schon seit Jahren, bereite ich mich drauf vor auf einen Notfall. Und jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, die nehmen die Prepper jetzt hopp, weil das sind alles Terroristen. Die planen Anschläge auf Stromwerke, Stromleitungen und sowas. Und ich habe immer gedacht, die Prepper, die bereiten sich vor zum Überleben, wenn die Krise kommt. Das ist aber nicht so. Das sind schlimme Menschen, diese Prepper. Das gibt's überhaupt nicht. Wo bin ich denn da rein gerade, in was für eine Szene? Die werden schon mit Reichsbürgern gleichgesetzt und Terroristen. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich hab Angst, die Polizei kommt und nimmt mich hops, weil ich halt auch Salatöl im Keller hab und Mehl. Das gibt's nicht. Ich verkauf das sofort wieder. Ich will nicht, dass die Polizei zu mir kommt. Da müsst ihr euch das mal vorstellen. Das waren 6 Menschen, 6 Deutsche hieß es auch noch, explizit Deutsche. Ich bin doch auch ein Deutscher. Macht mich das jetzt auch zu einem Kriminellen? Ich weiß es nicht. Da waren 6 Männer, 6 deutsche Männer in Bayern. Gut, ich komme nicht aus Bayern, das ist mein Glück. Aber da sind die mit 290 Polizisten, sind die anmarschiert in die 6 Wohnungen von den Leuten da. 290 Polizisten für 6 Männer. Weil die angeblich habe die illegale Waffen, aber auch ganz viele legale Waffen. Was für Waffe haben sie nicht gesagt? Das könnte Luftpistole gewesen sein oder Klappmesser oder so. Mal war es nicht. Oder eine Dachlatte. Die wollen die Waffe, die haben die Waffe beschlagnahmt und Laptops und ein Handy haben die auch mitgenommen. Oder mehrere Handys. Das gibt's nicht. Ich habe auch ein Handy. Und einen Laptop habe ich auch. Was mache ich denn jetzt? Ich will nicht ins Gefängnis wegen meinem Mehl im Keller. Ich habe auch noch Chips und sowas, okay. Da frage ich mich aber jetzt, das Bundesamt für Katastrophenschutz hat doch gesagt, wir sollen uns vorbereiten. Ich habe gesagt, legt den Vorrat an für die schlimme Zeiten, die da kommen. Das habe ich gemacht. Ich höre doch bloß auf die Regierung. Ich bin doch regierungstreu. Und jetzt komme ich deswegen gleich ins Gefängnis. Ich habe Angst. Was machen wir denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Wegen meinem scheiß Mehl im Keller. Und im Salatöl. Und ich habe noch diesen YouTube-Kanal, wo ich den Leuten gesagt habe, hier bereitet euch vor, wenn ein Notfall passiert, wenn ein Blackout kommt. Ich bin doch ein Verschwörungstheoretiker. Ich bin doch ein Prepper und vielleicht noch ein Reichsbürger gleich und ein Terrorist, weil ich die Leute sage, vorbereitet euch mal vor. Jetzt bin ich ein Mittäter. Ich bin ein ganz schlimmer Finger und ich will das nicht. Was habe ich denn gemacht? Ich dachte, ich höre auf die Regierung. Aber ich darf mich jetzt auch nicht mehr Prepper nennen. Glaube ich, das geht nicht. Ich werde mich jetzt Schlafschaf 1984 nennen. So benenne ich jetzt meinen Kanal, weil ich will nicht auffallen. Ich will der Regierung gefallen und sowas. Alles andere ist falsch. Das habe ich jetzt verstanden. Und bitte, ihr Zuschauer, ändert euer Verhalten. Nicht Preppe, ihr macht euch strafbar wegen dem Salatöl im Keller. Kauft auch kein Mehl mehr. Ich frage mich, ab wann ist man Prepper? Wenn man öfter als einmal die Woche einkaufen geht? Wenn man einmal die Woche einkaufen geht und einen kleinen Vorrat hat, ist man dann ein Prepper? Ich will's wissen. Ich will nichts falsch machen. Ich will doch nur meine Ruhe haben und in Frieden leben können. Im besten Deutschland aller Zeiten. Muss ich jetzt jeden Tag einkaufen gehen? Darf mein Kühlschrank halb voll sein, ganz voll? Ich weiß es nicht. Es ist so schwierig. Es gibt doch keine Regeln dafür. Erst sagen sie hier, wir müssen uns bevorraten. Jetzt ist es auch wieder falsch. Es gibt's doch nicht. Ich kann so nicht weitermachen. Ich gehe jetzt gleich die Sache wieder zurück in den Laden bringen. Oder ich weiß, ich verteile es auf der Straße oder sowas. Aber die Leute, die es dann nehmen und dann auch anfangen zu preppen. Da bin ich ja Mittäter, ich bin ja Beihelfer sozusagen zu dem nächsten Verbrechen. Ich weiß es nicht. Wird jetzt hier ein neues Feindbild erschaffen, die Prepper, die Bösen. Die sind staatsfeindlich, die bereiten Anschläge vor. Und ich dachte immer, die Prepper, die machen das, um sich zu schützen und ihre Familie zu schützen. Wenn halt sonst mal was schief geht. Wenn es eine Katastrophe gibt und nicht, dass sie die Katastrophe machen, habe ich das falsch verstanden. Was mache ich denn jetzt?
Bitte schreibt mir doch mal eure Meinung unten in die Kommentare. Ich weiß mir nicht mehr zu helfen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will nicht in ihr Gefängnis gehen. Wegen meinem Salatöl und Mehl. Oh Mann, Leute, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm, was passiert ist. 290 Beamte für 6 Männer. Weil die angeblich legale Waffe haben und vielleicht auch illegale. Man weiß es nicht. Man hat auch keinen direkten Tatverdacht festgestellt. Man vermutet nur, dass die Anschläge planen auf die Infrastruktur, die so wichtig ist. Aber die müsse die ja gar nicht kaputt machen. Das macht ja unsere Regierung von ganz alleine mit ihrer Politik. Ich weiß es nicht. Also, ihr Lieben, verkauft eure Vorräte, verschenkt sie an Freunde. Nichts mehr sammeln, nichts mehr Horde im Keller. Das ist bald strafbar. Ihr kommt ins Gefängnis deswegen. Bereitet euch nicht vor. Die Regierung ist euer Freund. Macht, was die euch sagen und legt euch wieder hin. Nicht aufwachen. In diesem Sinne, macht's gut und schau mit Öl.